7 Uhr in Irkutsk oder Nähe Irkutsk. Wir sind jetzt 8 Stunden vor der Grenze nach in die Mongolei. Und wir kommen da nicht rein oder aus Russland raus. Dann bin ich angepisst. Aber bisher sind wir zuversichtlich und ab morgen früh sollten wir dann in einem anderen Land aufwachen. Leider haben wir heute zu unserem Bedauern noch festgestellt, oder gestern Abend, dass Ulaanbaatar, die Hauptstadt der Mongolei, eine der kältesten Städte der Welt ist. Und wir immer noch keine Jacke dabei haben, weil wir einfach nicht damit gerechnet haben, dass die Route hier lang führt. Und ja, wir sind auf jeden Fall nicht für alle Eventualitäten gerüstet, aber wir sind anpassbar und wir kriegen das irgendwie hin. Bis gleich, bis später, bis zur nächsten Grenzerfahrung. Hallo zusammen und willkommen zurück zu unserer Serie, in der wir mit unserem Van die Welt erkunden. Das Ziel? Australien. Werden wir es aus dem hohen Norden Deutschlands bis ins weit entfernte Australien schaffen? Oder haben wir unser Ziel doch zu hoch gesteckt? Falls euch die Antwort dazu interessiert und ihr uns begleiten wollt, dann drückt unten auf den Abonnieren-Button und aktiviert die Glocke nebenan. Dann verpasst ihr keine Etappe mehr. Einen Teil der Reise seht ihr jetzt. Viel Spaß! Wir mussten über 7000 Kilometer in nur 7 Tagen zurücklegen. Aber glücklicherweise hat sich mit dem Grenzübertritt in die Mongolei alles verändert. Das Wetter, die Fauna und vor allem der Horizont. Eine Pause war trotzdem bitter nötig, bevor wir weiter die Mongolei erkunden können. Moin Moin, wir sind in der Mongolei angekommen, gestern Abend. Heute ist unser erster Tag in der Mongolei. Und wir haben uns hier auch gerade einen richtig, richtig schönen Spot gesucht, wo wir den Tag, die Nacht eher verbringen. Weil es ist schon 3, aber die Sonne geht irgendwie schon unter, wie man sieht. Und gerade noch die Gasflaschen voll gemacht, da es in der Nacht sehr, sehr, sehr kalt hier wird. Einen Schritt zurückgehen, das scheint zu funktionieren. Bis zu minus 15 gestern oder 16 und heute soll es noch kälter werden. Und wir haben nicht mal eine Jacke dabei. Jetzt mit der Sonne geht's ganz gut. Aber ja, das kann man groß sagen. Uns geht's gut. Die Mongolei ist wunderschön. Die Leute sind richtig entspannt. Die haben auf jeden Fall mehr Lächeln im Gesicht, als die Russen das hatten. Super hilfsbereit für alle Kontakte, die wir hier hatten. Also vor allem an der Grenze und heute auch beim Einkaufen. Irgendwie gucken die vor allem mich die ganze Zeit so an, als wenn ich von einem Mars komme oder so. Was ich auch ganz witzig finde. Aber alle positiv. Und ja, uns geht's gut. Ich hoffe, euch auch. Oh. Weiter geht's nach Ulaanbaatar. Bye bye. Mongolei ist unfassbar schön und wir sind gerade mal 2 Tage hier.
Aber ich genieße wirklich jeden Moment und vor allem die Leute, ne? Ich kann es nur immer wieder sagen, die sind so cool drauf. Also wirklich alle so hilfsbereit und neugierig. Das habe ich bisher noch in keinem anderen Land gesehen. Alle mit den Kids, ich glaube, ich habe eine Stunde mit Händen und Füßen mit denen gequatscht und zusammen Spaß gehabt. Wir sind dann zusammen mit der Drohne noch rumgeflogen und so. Oder ich habe denen dann die Brille gegeben und die hatten richtig Spaß damit und waren voll beeindruckt und hatten gefühlt so einen richtigen Wow-Effekt. Und das war schön zu sehen. Da sehe ich mich selbst so ein bisschen. So wie ich jetzt gerade. Schön, dass hier ist. Meine Fresse, es macht so Spaß, damit rumzufliegen. Und wir hätten gerne noch viel mehr und viel mehr abseits der regulären Straßen erkundet. Aber wir waren einfach nicht auf den mongolischen Winter vorbereitet. Wir hatten nächtliche Temperaturen von unter minus 35 Grad. Und was ich sogar noch schlimmer fand, war, dass es tagsüber nie wärmer als minus 13 Grad gewesen ist. Das kombiniert mit dem Fakt, dass man alleine unterwegs ist, keinen Empfang gehabt hätte, während man Offroad durch die Mongolei fährt, wäre einfach grob fahrlässig gewesen. Bei solchen Temperaturen überlebt man nicht lange, wenn etwas schief geht. Daher haben wir uns entschieden, möglichst in Städten oder in Dörfern zu parken bzw. zu schlafen. Denn wenn mal wirklich etwas schief geht, der Motor springt nicht an, die Heizung geht nicht mehr, Rohre platzen, was auch immer, hat man immer noch die Möglichkeit, um Hilfe zu fragen. Oder einfach in ein Hotel einzuchecken. Aber so viel kann ich schon mal spoilern. Wir werden auf jeden Fall nochmal in die Mongolei fahren, weil es einfach so unglaublich schön ist. Aber dann viel besser vorbereitet und wahrscheinlich nicht im Winter.
Hauptstadt der Mongolei. Sieht auf jeden Fall alles ein bisschen anders aus als bei uns. Ich bin gespannt, wie das morgen aussieht, was man denn morgen so sieht. Jetzt begeben wir uns in dem Großstadttrubel erstmal auf Nahrungssuche und dann suchen wir uns noch einen schönen Schlafplatz. Tabaki, Eiscreme. Guten Morgen aus Ulaanbaatar, der Hauptstadt der Mongolei. Ich glaube, wir haben hier gerade einen der schönsten Spots gefunden, den wir bisher hatten. Wir sind hier gerade in einem Kloster, in dem größten Kloster von Ulaanbaatar oder sogar dem größten Kloster der ganzen Mongolei. Und ja, man kann hier einfach reinfahren, for free. Und hier schlafen. Wir haben uns einfach hingestellt. Der Typ meinte, gar kein Problem. Wir sind eine Nomadennation. Ihr könnt schlafen, wo immer ihr wollt in der Mongolei. Und dementsprechend gilt das auch für das Kloster, mitten in der Hauptstadt. Richtig geil. Es ist gerade 9 Uhr morgens, wir haben hier stolz, es ist minus 17 Grad gerade. Und wie ihr seht, habe ich immer noch keine Jacke. Heute geht es auf den Marktplatz und dort gucken wir uns an. Und dort suchen wir nach ein paar Winterklamotten. Es ist echt schweinekalt. Heute Nacht war es noch viel, viel kälter. Das Auto hat es ganz gut mitgemacht. Drin war es kuschelig warm. Nur der Batteriestatus war heute Morgen auf 10 Minuten, bevor die ausgeht. Und dann wäre auch die Heizung ausgegangen. Das wäre ziemlich nervig gewesen, wenn man noch geschlafen hätte. Aber dem sind wir zuvorgekommen und haben das Auto gestartet und ich war auch schon wach. Ich weiß nicht, was das hier ist. Aber hier kommen die Leute her, gehen da rein und drehen das Teil. Ich weiß nicht, welche Art von Ritual das ist, aber ziemlich friedlich hier. Super schön. Ihr seht es vielleicht da hinten ist dieser das Hauptgebäude. Und da hinten kommen noch mehr richtig, richtig coole Gebäude, die es zu erkunden gilt. Die gucken wir uns auf jeden Fall alle nochmal an. Aber jetzt muss ich auch schnell wieder rein. Es ist wirklich so unglaublich kalt. Ich laufe noch einmal ganz kurz ums Auto rum, um zu gucken, ob hier alles cool ist. Auto ist heute Morgen auch angesprungen, um die Batterie wieder aufzuladen. Davor hatte ich auch ein bisschen Schiss. Das hier sollte so nicht sein. So. Yes. Ah, das fühle ich. Mit Heckantrieb kann man sowas ganz geil machen. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Weiter geht's. Jetzt geht's auf den Marktplatz. Bis gleich. Wir sind am Markt angekommen. Minus 15 Grad, es ist arschkalt. Wir haben ein bisschen gezwiebelt mit mehreren Pullovern, Hosen und alles Mögliche. Und auf jeden Fall wissen die Mongolen, wie man sich warm anzieht. Von denen können wir noch was lernen. Es ist so viel los hier. Ich habe keine Ahnung, warum so viele Leute hier auf den Straßen rumlaufen. Ich meine, das ist schon cool. Oh, guck mal, da hinten ist Genghis Khan. Das ist das Ding. Also die Statue. Baba. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, aber... Fahr mal einfach weiter geradeaus, anstatt links. Ja, ist eine Möglichkeit. So viel wäre es jetzt auch nicht. Let's go. Boah, mein Fenster ist eingefroren. Shit. Ich glaube, das ist das Herz von Ulaanbaatar, wo wir gerade sind. Und wir sind jetzt gerade wieder auf dem Weg zu unserem Kloster, zu unserem Lieblingsschlafplatz. Und ja, lassen die Fenster zu und die Heizung an. Der Verkehr in Ulaanbaatar ist im Grunde kein Verkehr, weil da verkehrt gar nichts. Wir sind mit ungefähr 60 Litern keine 100 Kilometer gekommen. Und das, obwohl wir nicht mal eine Dieselheizung haben. Für 5 Kilometer braucht man gut und gerne mal mehr als eine Stunde. Apropos Dieselheizung. In den meisten Ländern hätte ich gerne eine Dieselheizung gehabt, weil da müsste man sich nicht mehr um die Gasflaschen kümmern. In der Mongolei beispielsweise mussten wir alle 2 Tage 2 11-Kilo Gasflaschen neu auffüllen. Hätten wir eine Dieselheizung gehabt, müssten wir einfach nur tanken gehen. Aber hier das Problem. In der Mongolei wird derzeit der Diesel stark rationiert. Das bedeutet, wenn du Glück hast, konntest du bei einer Tankstelle für 10 Liter tanken. Aber leider ist es nicht so, dass du einfach von Tankstelle zu Tankstelle fahren kannst. Also natürlich kannst du das schon machen, aber nicht jede Tankstelle sieht so seriös aus, dass du da wirklich Diesel tanken möchtest. Und ausgeschilderten Euro 5 Diesel gibt es nur an ganz wenigen Tankstellen. Aber später mehr dazu. Oha, seht ihr den hier? Cool, mit dem E-Bike. Moin Moin erstmal. Wir sind hier mitten auf dem Genghis Khan Square. Man sieht es nicht so richtig, weil die Kamera nicht richtig fokussiert. So ist es ein bisschen besser vielleicht.
mitten in Ulaanbaatar, in der Hauptstadt der Mongolei. Es ist gerade minus 20 Grad ungefähr, deswegen bin ich auch so dick eingepackt. Endlich auch mit Mütze, Handschuhen und Jacke. Schuhe fehlen noch, aber dennoch. Hier seht ihr den Big Genghis. Genghis Khan, leider können wir nicht so nah rangehen, weil das bewacht wird, aber wir können ein bisschen näher rangehen. Das Problem ist, da vorne steht auch einer. Sonst wäre ich doch mal ganz kurz über den Zaun gesprungen, wie ein richtiger Bagalut. Aber näher kommen wir leider nicht ran, aber es sieht sehr, sehr cool aus. Das Ding ist riesig. Man sieht es zwar nicht auf der Kamera, aber das Ding ist wirklich groß, da müsst ihr mir glauben. Sieht so ein bisschen aus wie der Reichstag, nur in Mongolisch. Und jetzt geht's zum nächsten Mal. Mal gucken, ob wir da ein paar Schuhe finden, mit denen wir ein bisschen besser überleben können. Weil die Füße frieren so schnell ein. Ich meine, kein Wunder, wir haben gerade Wüstenschuhe an, die sehr viel durchlassen. Und oh, da ist noch ein Genghis, da kommen wir ein bisschen näher ran. Wir waren gerade im Kino und haben Napoleon geguckt, im IMAX in Ulaanbaatar. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Stadt nicht so vorgestellt. Das Kino war riesig und der Film war auch richtig gut, kann ich empfehlen. Und jetzt sind wir hier mitten am Genghis Khan Square, wo unser Freund da hinten sitzt. Oh, ist das glatt, Alter. Alter Schwede, ich muss echt aufpassen. Ich wusste auch nicht, dass die Mongolei Genghis Khan immer noch so hoch hält. Ich dachte, er wäre einfach ein Held aus vergangenen Zeiten. Aber das ist echt übertrieben. Überall sind hier Genghis Khan Statuen. Irgendwie gibt's hier, wird hier alles nach ihm benannt. Ich glaube, das sitzt noch sehr, sehr tief in der Kultur. Und er gilt hier auch als Begründer der Mongolei. Und meine Fresse, sieht das cool aus. Okay, die blauen LEDs müssten jetzt nicht sein. Und heute ist uns was richtig Cooles passiert. Und zwar waren wir heute eigentlich. Und zwar waren wir heute auch. Meine Fresse, das ist glatt hier. Nochmal, dritte Mal. Und zwar waren wir heute auch eigentlich dafür eingeplant, dass wir zum Visa-Center gehen und China-Visa beantragen. Relativ teuer, super viel Papierkram, richtig anstrengend. Und das heißt noch lange nicht, dass wir da reingekommen wären. Heute kam das Announcement in den Nachrichten, dass Deutsche und 6 andere EU-Länder, glaube ich, kein Visa mehr brauchen. Richtig geil. Das hat uns so viel Zeit gegeben, dass wir hier so ein bisschen die Stadt angucken können und unsere Zeit genießen können und nicht in so einem scheiß Amt sitzen müssen, wo wir darauf hoffen müssen, dass wir Visa bekommen. Und ja, jetzt haben wir die Zeit, um uns hier sowas anzugucken. Guck euch das mal an. Wie cool, oder? Ich sag's euch, mehr als eine halbe Stunde draußen rumlaufen funktioniert einfach nicht. Aber hier könnt ihr ein paar Tricks sehen, wie Madame sich warm hält. Verkehrsklasse, aber davon lassen wir uns gerade nicht stören. Wir gehen da rein. Das Genghis Khan Museum. Kulululu. Das sieht schon cool aus. 300 vor Christus. Mongolische Schrift, die wird von links oben nach unten geschrieben. Und ich habe gelesen, dass die das wieder einführen wollen, aber die jüngere Generation nicht so Bock darauf hat. So unglaublich detailreich und relativ groß. Also ich glaube, die wären mir zu groß, die Sachen. Wow. Ich möchte gar nicht zu viel spoilern. Wenn ihr mal in Ulaanbaatar seid, nehmt dieses Museum mit. Es ist hochmodern. Nehmt euch am besten sogar noch einen Guide. Da gibt es sehr viel zu sehen und zu lernen. Wir sind hier in der Mongolei, in einem der größten Supermärkte, die ich je gesehen habe. Und hier ist wirklich alles auf Deutsch. Ne? Heidelbeeren, Sauerkirschen, Aprikosen, Pflaumus, Fruchtmousse. Das ist nett. Sehr angenehm hier, sehr angenehm. Hey, wir müssen ja unter das Auto. Diesmal mit einer Wärmflasche und einem Schraubenzieher. Um die Rohre zu enteisen, was echt nervig ist, da der Abwassertank dauernd zufriert. Das muss man aber so schnell wie möglich lösen, weil das Endrohr, wo der Ausfluss ist, das friert immer am schnellsten zu. Das kommt dadurch, auch wenn wir das die ganze Zeit aufhaben, dass wenn man immer wieder mal ein bisschen Wasser im Wohnmobil nutzt, wenn man kurz abwäscht, wenn man sich die Hände wäscht und sowas, dass immer Schicht für Schicht Eis durch das Rohr fließt und auch direkt einfriert bei minus 20 Grad, was auch nachvollziehbar ist. Und die Wärmeflasche habe ich dabei, die lege ich am besten nicht aufs Eis.
weil hier beim Grand California zwei Rohre außerhalb des Innenraums ist. Drinnen ist alles gar kein Problem. Da sind entspannte 20 Grad und das funktioniert richtig gut. Aber 15 cm des Abflussrohrs gehen von außen in den Abwassertank rein und die sind dafür prädestiniert zuzufrieren. Und da wir keinen Föhn dabei haben, mussten wir improvisieren mit dieser Wärmflasche. Voll ins Auge, ey. Fuck. Hätte ich mal vorher bloß eine Unterbodenwäsche gemacht, damit mir der ganze Dreck nicht ins Auge kommt. So, ich glaube, so sieht man es am besten. Diesen beiden Rohre. Ich glaube, das da unten muss man irgendwie nochmal neu verdichten, weil es scheint hier runter zu tropfen. Genauso wie hier. Und diese Rohre sind zugefroren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und das nächste ist das Ding hier. Kriegt ganz gerne mal zu, bevor der ganze Wassertank durch zufriert. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir das hier aufmachen. Um das kaputt zu machen, natürlich. Scheiße. Versuch Nummer zwei, das Abflussrohr abzuschrauben. Wenn die Finger zu kalt werden, hat man keine Kraft mehr. Und wenn das eingefroren ist, ist es so fest, man kriegt es nicht richtig ab. Aber so leicht, dass ich mich nicht unterkriege. Yes, komm schon. Oh mein Gott. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das ist. Ich würde sagen, man hat hier immer so 10 Minuten oder so, bevor man wieder rein muss und sich aufwärmen muss. Okay, also hoffentlich kommt mir der ganze Plörre nicht ins Gesicht. Okay, ja, man sieht's. Komplett zu. Und jetzt? Es ist Stocher. Da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn ihr das mal machen müsst, dieser Ring fällt ganz gerne mal runter. Jetzt passiert hier gar nichts, weil alles eingefroren ist. Aber ich kann empfehlen, das immer so schnell wie möglich zu enteisen, wenn dieses Rohr hier zugefroren ist. Weil ihr wollt sicher nicht, dass das ganze Teil hier zufriert. Und ich hoffe, das ist nicht schon passiert. Aber ich gehe nicht davon aus, weil heute Morgen ging es noch. Es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Am besten ist es, das Ding hier natürlich direkt zu isolieren. Und mit Wärme zu füttern, wenn es unter 0 Grad ist oder es zumindest bei über 0 Grad zu halten, somehow. Dann müsst ihr nicht so dumm hier rumstochern, wie ich es gerade tue. Aber wenn so eine Reise eben ungeplant ist oder zumindest ungeplant in ein Gebiet endet, wo wir gerade sitzen, dann gibt es keine andere Möglichkeit, das so zu lösen. Also, ist das warm? Nee, eiskalt, obwohl wir gerade warm geduscht haben. Krass, ey, so schnell geht's. Müssen wir uns noch hier rumkümmern? Aber das geht schnell. Da ist der Ring. Fetter Eisblock, der wäre das von innen verstopft. Hier kommen wir rein und machen eine Menge warmes Wasser rein und ein bisschen in Eisen und dann sollte der sich auch auflösen, hoffentlich. Das Ding ist jetzt auch wieder frei, weil wieder dampft. Sieht man, das ist ein bisschen hell, ne? Und jetzt das wieder anbauen. Das Auto mit euch. So. Das ist mein Piekser. Habe ich den gerade mit reingenommen? Oh, wenn man ein Werkzeug nicht dahin legt, wo man es braucht, ne?
Fuck. So. Jetzt machen wir ein bisschen frei. Das ist schon wieder eingefroren, ne? Unglaublich, ey. Und danach machen wir von oben heißes Wasser rein. Beziehungsweise sehr warmes. Und warten 10 Minuten, während wir den Abwassertank zumachen. Und dann sollte das Ganze enteist sein. So, jetzt kommt das Ding hier wieder ran. Jetzt kann man das wieder nach unten drehen. Kannst zumachen. Und jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir. Ah, ist kalt, Mann. Jetzt sehen wir zu, dass wir warmes Wasser nachkippen. Was wir gerade heiß machen. Und dann sollte das eisfrei sein. Wir haben es jetzt 15 Minuten später und haben ungefähr 50% des Abwassertanks gefüllt, was ungefähr 40 Liter sind, 45 Liter oder so. Mit sehr warmem Wasser. In Hoffnung, dass alles Eis sich dann im Abwassertank löst. Und jetzt kommt der letzte Schritt im Prozess. Ab das Frischwasser, das wir gerade reingelassen haben, wieder ablassen, in Hoffnung, dass alles an Eis raus ist. Kurz, ob es noch warm ist. Es ist jetzt schon eiskalt, ey. Heilige Scheiße. Ey. Krass. Das war richtig, richtig heißes Wasser. Ich würde sagen, nur 60 Grad oder so. Es ist wirklich kalt schon wieder. Es hat 15 Minuten gedauert. Das war allerdings noch nicht ganz der letzte Schritt. Jetzt machen wir noch mal einen halben Liter Frostschutzmittel rein, damit das letzte Wasser, was rausgeflossen ist, nicht direkt wieder einfriert. So die Idee. Ob es funktioniert, keine Ahnung. Ich glaub's nicht, wir haben es geschafft. Seht ihr das da? Den Fleck auf dem Boden? Das war ich. Ich die ganze Zeit unter dem Auto gesessen habe und versucht habe, Probleme mit den Abwasserrohren zu lösen. Hätte es wahrscheinlich auch morgen regeln können, aber ich hatte irgendwie Schiss, dass irgendwie Rohre platzen oder ähnliches. Deswegen wollten wir es heute unbedingt noch lösen. Es hat 4 Stunden gedauert, bis wir darauf gekommen sind, dass es da unten das Problem war. Und wir hatten dabei auch ein bisschen Hilfe aus einem Forum für den Grand California. Vielen Dank an die Leute, die uns da sehr nützliche Tipps gegeben haben. Jetzt ist es hier 1:30 Uhr. Jetzt lege ich mich hin. Jetzt schlafe ich. Oh, man kann ja kaum atmen. Muss ein bisschen husten. Weil es so unglaublich kalt ist. Das ist echt mal ein Unterschied zum deutschen Winter. Was mir auch gerade aufgefallen ist, wie ihr gerade schon sehen könnt, wollen wir hier einen kleinen Stalaktiten. Oder Stalaktiten. Eins von beiden. Die Gasheizung ist hier und ihr seht hier so ein bisschen Kondenswasser, wo es dann immer so ein bisschen runtertropft. Und es tropft halt immer genau hier drauf. Über Nacht war es halt. Bis zu minus 30 Grad, sodass jetzt hier so ein kleiner Eiszapfen entstanden ist, der zum Auto hochwächst. Vielleicht nach 3 Tagen oder so könnte er bis zur Gasheizung hochreichen und wird bestimmt witzig aussehen. Naja. Aber weil es gerade so kalt ist, könnten wir mal was ausprobieren. Wie gesagt, es ist minus 25 bis minus 27 Grad und wir machen jetzt hier mal so ein kleines Physikexperiment. Denn heißes Wasser soll ja schneller frieren als kaltes. Mal gucken, ob das stimmt. Wir haben hier kochendes Wasser. Mal gucken, wie schnell das friert. Was abbekommen, aber das stimmt tatsächlich. Das war cool. Das ist der Mpemba-Effekt, dass heißes Wasser in kalten Temperaturen schneller gefriert als kaltes. Woran das jetzt genau liegt, habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, aber es sieht ziemlich cool aus. Ich hoffe, man konnte es auf der Kamera einigermaßen erkennen. Gesehen? Hast du nicht gesehen? Hast du gesehen, wie das Wasser allerdings? Cool, ne?
Mann, geh aus, Alter. Wie gesagt, wir hatten heute bis zu minus 30 Grad und schon bei 0 Grad bilden sich sogenannte Paraffinpartikel. Die können dazu führen, dass der Kraftstofffilter verstopft. Deswegen packen wir jetzt nochmal 20 Liter Winterdiesel aus Russland ein. Der. Are you okay? I'm okay, yeah. Where do you come from? From Germany. Germany? Yes. Oh. Yes. Oh. We're going to China next week, probably. Or by car? By car. Everything by car. Oh, everything by car. Yeah, yeah. It's a nice trip. It's a nice very trip. Very nice trip. Yeah, yeah, yeah. Very cool. Very cool. Yeah, see you later. Have a nice day. You too, you too. So, ein kleines Gespräch mit einem Mönch. Leider konntet ihr ihn wahrscheinlich nicht sehen, aber sehr cooles Gewand hatte der an. Jetzt packen wir noch 20 Liter Diesel rein, der in Raumtemperatur war. Okay, er stand da hier 5 Minuten, jetzt ist wahrscheinlich auch wieder kälter. Aber wir packen jetzt diesen 20 Liter Diesel aus Russland ein. Das machen wir zum einen, damit der Diesel ein bisschen wärmer wird im Tank, damit sich diese Paraffinartikel zurückbilden und der Kraftstofffilter nicht verstopft. Und zum anderen ist die Kraftstoffqualität hier in der Mongolei kniekalt. Extrem schlecht, was bedeutet, dass wir immer, also wir haben 80 Liter mitgebrachten Diesel, den immer beimischen, sodass wir die Wahrscheinlichkeit verringern, dass der Kraftstofffilter sich hier vollsaugt oder wir in irgendeiner Form Motorschaden haben dadurch. Das wäre ziemlich, ziemlich scheiße. Okay. Das waren 20 Liter raumwarmer Diesel. Mal gucken, ob das Auto jetzt anspringt. So, jetzt zur letzten Tätigkeit, bevor wir wieder zurück ins Auto dürfen. Und zwar haben wir zwar noch 80 Liter Wasser, aber diese 80 Liter sind auch so extrem kalt mittlerweile, dass ich Angst habe, dass das nicht mehr lange dauert, bis es einfriert. Weil tagsüber haben wir auch minus 18 Grad. Auch wenn der Wassertank drin ist und die Heizung den ganzen Tag läuft. Tagsüber läuft sie nur bei 11 Grad oder sowas, weil wir uns bewegen und das Auto läuft manchmal. Dann ist es mal generell ein bisschen wärmer. Aber jetzt füllen wir hier auch nochmal lauwarmes Wasser den Wassertank bei. Lauwarm deswegen, weil ich das hier proaktiv vor die Heizung gestellt habe. Und ja, das füllen wir jetzt auch nochmal ein. Das Ding ist auch gut geworden. Und das hier auch ein bisschen. Das Ding ist wirklich ein bisschen eingefroren. Man sieht, selbst der Wassertankdeckel friert zu. Heftig, ey. Hallo? Et voilà. Minus 21 sagt er noch, aber das Ding sagt hier noch was anderes. Hier sind es noch minus 23, aber morgen sind es wieder minus 26, 25. Es wird auf jeden Fall wieder wärmer. Auto läuft, das ist gut. Hört sich rund an, stottert nichts. Wir sind zufrieden. Sehr gut. Jetzt kann es losgehen. Und ein bisschen Kimchi. Nice.
Guck mir nicht so an, ich hatte richtig Hunger. Hm. 10 von 10. War richtig geil. Und diese Stärkung habe ich auch gebraucht, denn alle 1 bis 2 Tage muss man wieder runter, manchmal mitten in der Nacht, und sich um die Rohre kümmern, die einfrieren. Auch wurde es langsam Zeit, dass wir uns auf den Weg nach China machen. Und in China wird es potenziell wieder anstrengend, denn wir haben mit einem Reiseunternehmen vereinbart, dass wir innerhalb von 7 Tagen 4000 Kilometer von der Mongolei bis nach Laos fahren, um Geld zu sparen. Denn es ist extrem teuer, durch China zu fahren, weil man einen Guide braucht, der ungefähr 200 Euro am Tag kostet. Aber dazu im nächsten Video mehr. Das waren Ausschnitte unserer Zeit in der Mongolei. Für uns unvergessliche Eindrücke und Erfahrungen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr seid bei unserer Reise durch China wieder dabei. Um zu garantieren, dass YouTube euch daran erinnert, könnt ihr unten auf Abonnieren drücken. Und rechts neben dem Abonnieren-Knopf die Glocke aktivieren. So verpasst ihr keinen Bagaluten mehr, der mitten in einer Schneewüste seine Campingtoilette entleert. Bis zum nächsten Mal.